Hier ist Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Heute am Mikrofon ist Christoph Paul Hartmann. Schönen guten Tag. Weihnachten. Das ist für mich eine ganz besondere Zeit, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz großer Weihnachtsfan. Diese festliche Stimmung, die vielen Farben und die Musik, das macht irgendwie was mit mir. Und genau diese Musik, um die geht's nämlich heute, die hat einen ganz, ganz großen Anteil an diesem Weihnachtszauber. Weihnachten ist ja eine Zeit, wo in vielen Familien noch irgendwie was gesungen wird zusammen, als einzige Zeit im Jahr. Und das hat ja einen Grund. Wenn Menschen zusammen singen, dann verbindet sie dieser Gesang. Und wenn es um religiösen Gesang geht, ist das ganz besonders wichtig. Es entsteht auch irgendwie so eine Verbindung nach oben. Und wie geht das? Wie entsteht diese Verbindung nach oben und zueinander, vor allem an Weihnachten? Das wollen wir uns heute angucken. Advents- und Weihnachtslieder. Unser Thema jetzt. Martin Luther formuliert es so: Es fließt mir das Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt und aus großen Nöten errettet hat. Mein Gast für dieses Thema ist Meinrad Walter. Er ist seit mehr als 20 Jahren Referent im Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg und er ist Honorarprofessor an der Musikhochschule Freiburg. In vielen Büchern hat er sich mit den zahlreichen Überschneidungen von Glaube und Musik sowie mit Kirchenliedern auseinandergesetzt und für unser Thema wichtig, er hat auch einen musikalischen Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit geschrieben. Herr Walter, seit wann gibt es denn in etwa das, was wir als Advents- oder auch Weihnachtslieder kennen? Sehr schöne Frage. Man könnte sagen, ein Weihnachtslied gibt es seit biblischer Zeit, wenn die Engel im Lukas-Evangelium ihr Ehre sei Gott in der Höhe den Hirten zusingen. Das ist so ein Prototyp eines weihnachtlichen Liedes. Man könnte noch weiter zurückgehen. Sind nicht auch die Verse des Propheten Jesaja weihnachtlich? Die wurden ja später in der Weihnachtsmusik sehr, sehr oft verwendet. Heute Morgen war ich schon in einer Oratemesse. Da wurde tatsächlich das älteste weihnachtliche Lied, der älteste weihnachtliche Gesang gesungen, der bis heute lebendig ist. Das ist kurz vor dem Jahr 400 entstanden von Ambrosius von Mailand, der Weihnachtshymnus Veni Redemptor Gentium, komm du Heiland aller Welt. Das war aber damals ein weihnachtliches Lied, heute steht es im Gesangbuch eher bei Advent. Es war damals weihnachtlich, weil es um 400 nach Christus noch gar keine ausgeprägte Adventszeit gegeben hat. Da hat man eigentlich Weihnachten gefeiert und diese Vorphase, die war noch nicht so etabliert. Also die Frage, jetzt wähle ich die Frage, wie weit man zurückgehen will, was man als Lied verstehen will. Ich sag mal, die ältesten Lieder, sage ich jetzt mal, die auch heute noch gesungen werden im Gottesdienst, die sind ja so aus dem 17. Jahrhundert, würde ich sagen. Es gibt dann noch so ein paar ganz frühe aus dem 16. Kann man da vielleicht von so einer ersten Hochphase, sage ich jetzt mal, dieses Liedtypus sprechen? Das kann man, glaube ich, schon. Das hängt mit verschiedensten Dingen zusammen, hängt auch mit der Reformation Martin Luthers zusammen, der der Meinung war, so sie es nicht singen, glauben sie es nicht. Er hat zum Beispiel für den häuslichen Familienkreis hat er das Lied Vom Himmel hoch, da komme ich her gedichtet und vielleicht die Musik geschaffen, was dann vielleicht in ein Krippenspiel integriert war. Und er hat den genannten Hymnus von Ambrosius ins Deutsche übersetzt. Das wurde dann zum Hauptlied der Adventszeit. Nun kommt der Heiden Heiland. Also die Spur ist, glaube ich, richtig, dass da die Lieder verstärkt werden und dass ab da Lieder in Umlauf kommen, die tatsächlich bis heute gesungen werden. Wenn wir jetzt diesen großen Block zugegebenermaßen, also von Ambrosius bis vielleicht so
zu Luther und seiner Zeit und seinen Nachfolgern. Da gibt es dann ja auch eine katholische Bewegung, die so ein bisschen gleichzeitig und auch nach ihm Ähnliches macht. Wenn wir auf diese Lieder gucken, welchen Platz hatten die denn sozusagen im Glaubensleben? Waren das Lieder, die in der Kirche gesungen wurden, oder hat man die auch zu Hause gesungen? Wo waren die? Ich glaube, da gibt es mehrere Plätze. Natürlich sind es Lieder für Gottesdienste, aber es sind in der Zeit Lieder, die man eigentlich auswendig par cœur im Herzen tragen soll. Von daher können die auch in häuslichen Andachten, familiären Krippenspielen, können die gesungen werden. Und sie sind auch gar nicht so stark auf eine Zeit, auf ein Thema begrenzt. Oft sind es Lieder, die weniger das Geheimnis Weihnachten, Advent, sondern die Menschwerdung Gottes besingen. So ein bisschen wie im vierten Evangelium nach Johannes. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und dann ist das ganze Schicksal und viel, viel Dogmatik, Theologie, dass dieser Christus wahrer Gott, wahrer Mensch ist, dass er vom Vater kommt, dass er bis in die Hölle hinabgestiegen ist und dann wieder bis an Gottes Thron aufgefahren. Man merkt dann plötzlich, da ist eigentlich alles drin. Also es sind sehr, sehr reiche Lieder. Bei manchen, denke ich, manche sind so sehr in der Ich-Form gehalten, dass ich mir die tatsächlich auch im privaten Kontext gut vorstellen kann, wie sowas wie Paul Gerhardt, ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Das ist ja geradezu intim. Dietrich Bonhoeffer nennt es im 20. Jahrhundert dann ein Lied, es sei ein wenig mönchisch und mystisch. Aber dieses Ich ist eben auch ganz wichtig, neben dem Wir, was immer dann zur Geltung kommt, nicht nur wenn es heißt, wir singen dir in deinem Heer oder sowas, sondern wenn wir eben gemeinsam singen, dann ist das Wir ja schon drin. Also es gibt keinen Ort, der allein gilt. Das ist so geradezu polyphon von den Orten, wo Advents- und Weihnachtslieder vorkommen. Manchmal weiß man es auch ein bisschen, manchmal rundet sich auch der Ort, den man kennt, mit dem, was im Lied steht, wenn man darauf aufmerksam ist. Sowas wie, es kommt ein Schiff geladen, wirklich ein mystisches Lied, was man dem Mystiker Tauler zuschreibt, auch wenn das nicht beweisbar ist. Aber da ist von Schiff die Rede und das ist tatsächlich entstanden in Straßburg in einem Kloster. Und das heißt St. Nikolaus in Undis, St. Nikolaus in den Wellen. Das war auf einer Rheininsel, dann passt das auch wieder zusammen. Und da war es eben keine typische Gemeinde, sondern es waren die Ordensfrauen, die das als Erste gesungen haben. Ich finde es sehr spannend, wenn man überlegt, wer hat als Erstes manchmal ein Lied gesungen. In einer Familie, in einer Gemeinde, in bedrängter Zeit, wie bei Jochen Klepper zum Beispiel, oder eben zu Hause im stillen Kämmerlein. Alles möglich. Wenn es sozusagen auch um das Heim geht, Sie haben es angerissen, wir machen sozusagen einen kleinen Sprung, denn die meisten Advents- und Weihnachtslieder, die heute noch gesungen werden, sind ja eigentlich eher nicht so diese Älteren, das sind ja heutzutage fast eher Exoten. Heutzutage wird ja sozusagen die Weihnachtsliedliteratur, wenn man es so bezeichnen will, ja vom 19. Jahrhundert bestimmt. Und diese Lieder sind doch ganz anders, oder? Die sind gefühlsbetonter, sind tatsächlich anders, sind aber auch auf ihre Weise wieder sehr verschieden. Es gibt aufklärerisch klingende Lieder, so wie Menschen, die ihr wart verloren. Da schwingt so eine Aufklärungstheologie mit, die über die Person Jesu belehren will. Gleichzeitig gibt es Erzähllieder und die berühmtesten, die wir natürlich haben, sind zum Teil ganz schlicht. Ich finde, O du Fröhliche, das ist sowas wie ein niederschwelliges Einsteigerlied. Das ist in einem Kinderheim entstanden und dann auch in einem Krippenspiel verwendet worden. Ursprünglich hieß es tatsächlich mit der Überschrift, es ist ein aller drei Feiertagslied. Das heißt, es hat eine Weihnachtsstrophe, eine Osterstrophe und eine Pfingststrophe. Ja, wir singen die Weihnachtszeit, die Osterzeit und die Pfingstenzeit. Später sind dann drei Strophen weihnachtlich geworden. Das ist die knappste Formulierung, was Weihnachten sein kann.
Stille Nacht, Heilige Nacht ist schon sehr viel ausführlicher, weil man sich da in diese Krippensituation sozusagen hinein zu singen versucht. Aber immer geht es auch bei diesen Liedern im 19. Jahrhundert, es geht letztlich immer darum, wir besingen die Geburt in Bethlehem, wie sie biblisch geschildert wird, aber alles wäre eigentlich nichts, wenn wir nicht auch vorankommen würden bis hin zur Geburt in der Menschenseele, in meinem Herz. In einem Lied heißt dann, treuer Immanuel, werd nun in mir auch geboren. Dieser Brückenschlag zu mir selbst, zur persönlichen Aneignung von Weihnachten, das ist sowas wie der Cantus Firmus eigentlich aller adventlichen und weihnachtlichen Lieder. Wenn man jetzt aber auch an Lieder denkt, wie zum Beispiel O Tannenbaum oder Leise rieselt der Schnee, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, da ist ja sozusagen die Geburt Christi fast nur noch ein Nebendarsteller, wo es doch eher so um das Weihnachtsgefühl, sage ich mal, geht, wenn dann auch aufgezählt wird, wir haben einen Weihnachtsraum, wir haben einen Weihnachtsbaum, also eher so ein bisschen, um es mal böse auszudrücken, das Shishi drumherum als den theologischen Gesamtgehalt. Ist das ein Zeichen für auch die Änderung von Prioritäten, wenn es um die Feier von Weihnachten geht? Ich glaube schon, da verschieben sich ein bisschen die Gewichte, aber Weihnachten ist ja auch in sich polyphon. Es steht ja nicht nur ein Lied da. Das sind dann Versuche, ich könnte sagen, die Requisiten von Weihnachten stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Eben der Baum und der Schnee und was es alles gibt. Aber auch das darf dazugehören. Das sind auch einzelne Momente. Wichtig ist natürlich, dass das Hauptmoment Menschwerdung Gottes, dass das nicht ganz verloren geht. Aber ich bin da eher zuversichtlich. Es gibt ja auch Instrumentalmusik zu Weihnachten. Die hat auch nicht diese dezidiert verbale Botschaft. Am Schluss kommt es darauf an, dass alles irgendwie zusammenklingt. Selbst bei Protestliedern, auch das gibt es, auch parodistische Lieder. Es gibt wirklich alles. Und alle Lieder versuchen, irgendwelche Zugänge zu diesem Weihnachtsthema zu schaffen. Und für manche Menschen ist der eine Zugang ganz wichtig, für andere ein anderer. Bei mir wechselt es manchmal auch so ein bisschen. Ich glaube, da hat erstmal jeder Zugang ein bisschen sein Recht. Natürlich würde ich nicht das weihnachtliche Hochamt mit O Tannenbaum oder so beginnen. Das wäre einfach schlecht und falsch. Aber es kann auch sein, dass unter irgendeinem Weihnachtsbaum diese kompliziert dogmatischen Botschaften alter Lieder zunächst mal etwas überfordernd sind und dann ein einfaches Ehre sei Gott in der Höhe oder ein Stille Nacht besser ist. Auch das Gotteslob hat ja sehr polyphone Weihnachtslieder. Ich finde, der drastischste Satz, den man sich zumuten kann, einem Lied von Jochen Klepper, steht in unserem Gotteslob, wird, glaube ich, nicht sehr oft gesungen. Das heißt, du Kind zu dieser heiligen Zeit. Aber der wirklich etwas schreckliche Satz heißt, vor deiner Krippe gähnt das Grab. Muss man überlegen, wann, wie man das singen will. Genau, wenn es um diese Polyphonie geht, das wird natürlich auch manchmal zum Spielball, sag ich mal. Also bekannt ist, es ist für uns eine Zeit angekommen, wurde ja in der NS-Zeit zu einem reinen Winterlied umgedichtet. Ich zum Beispiel, ich habe in Sachsen studiert und wenn man da Aufnahmen aus der DDR hört, dann ist zum Beispiel bei Leise rieselt der Schnee, wird da aus Freue dich, das Christkind kommt bald, Freue dich, Weihnacht kommt bald. Sind also vielleicht dadurch, dass sie populär sind, auch Weihnachtslieder in gewisser Weise politisch? Sind sie auch. Sie gehören einfach zum kulturellen Gut. Es gibt eine bürgerliche Facette, eine christlich-kirchliche Facette, da kommt man nicht drum rum. Auch die Neigung zu Parodien oder zu Vereinnahmungen, das Nationalsozialistische, das war ja eine Vereinnahmung. Man wollte auf dieses Fest nicht verzichten, aber man wollte ihm den christlichen Grundton wegnehmen, was so einfach ja gar nicht funktionieren konnte. Heute gibt's eher auch schrille Nacht statt stille Nacht. Auch solche Dinge sind durchaus
möglich. Das zeigt einfach, wie wichtig diese Lieder sind. Es werden nur wichtige und bekannte Dinge parodiert. Wenn man unbekannte Sachen parodiert, dann funktioniert es ja gar nicht, weil niemand den Gag sozusagen erkennen könnte. Aber ich finde es sehr spannend, weil Sie fragen eben, wo sind, sagen wir, kirchliche Aspekte, wo sind bürgerliche Aspekte, das hat man auch bei Konzerten natürlich, wir wollen die Choräle hören in Bachs Weihnachtsoratorium, viele wollen das hören, die sagen, Gottesdienst ist mir nicht so wichtig, aber das Weihnachtsoratorium mit den alten Liedern, das ist im Konzerthaus oder in der Kirche dann sozusagen mein Gottesdienst. Wir haben da eine sehr pluriforme Religiosität, glaube ich, wird ja auch überlegt, ob es eine Art von Weihnachtschristentum gibt. Wenn es das gibt, dann hängt es ganz stark auch mit den Liedern und der Musik zusammen. Ich glaube, für viele ist das noch so der Faden, der sie mit diesem biblischen Thema Weihnachten auch verbindet. Auch wenn andere Fäden vielleicht schon etwas gekappt sind, aber die Lieder, die zu Weihnachten gehören, die würden viele Leute sagen, die gehören irgendwie zu mir mit dazu, auch wenn Weihnachten so ein bisschen verschattet ist. Aber diese Musik soll irgendwie nicht fehlen. Was glauben Sie denn, wenn man zum Beispiel auf mehr oder weniger zeitgenössische Pop-Weihnachtslieder guckt? Ich denke jetzt an Last Christmas, All I Want for Christmas is You und so viele andere. Welches Kapitel schlagen denn diese Lieder auf in dieser Musikgeschichte, sage ich jetzt mal? Die zeigen, dass einfach die weihnachtliche Stimme nicht verstummt, dass neue Klangfarben kommen und da gibt es dann plötzlich auch Weihnachtslieder. Ich finde, die sind eher oft sehr schwungvoll, auch ein bisschen stark fürs Gefühl. Da ist die Theologie dann eher etwas reduziert. Manchmal ist es auch ein bisschen so ein musikalisches heile Weltgefühl, aber ich finde, man kann die Botschaft dann immer auch vertiefen. Ich kann das zum Ausgangspunkt nehmen und sage, ah, da ist eben Happy Christmas und dann überlege ich mir, warum denn überhaupt? Und dann kommen andere Themen, Texte ins Spiel, die da vielleicht nur angedeutet werden. Ich kann mit allem da leben. Ich glaube aber, dass es ganz ohne die dogmatische, biblische Grundlegung geht es dann natürlich doch nicht. Wenn es nur noch Musik ist, die jetzt irgendwie ein gutes Gefühl auf dem Weihnachtsmarkt bei Glühwein vermitteln soll, ja, dann wäre es doch ein bisschen flach und zu wenig. Aber das sehe ich auch nicht in die Herzen derer hinein, die sich an dieser Musik erfreuen, was sich da alles abspielt. Das muss ich gar nicht alles sehen. Sagt Meinrad Walter. Und gleich schauen wir uns einen besonderen Fall an, in dem es um die Verbindung von populärer Musik und Glaubensinhalten geht. Sie wollten schon immer mal etwas über diesen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion wissen? Dann schreiben Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald den nächsten Podcast. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt@katholisch.de. Bei mir ist noch Meinrad Walter und wir kommen jetzt auf ein besonderes Lied zu sprechen, nämlich Hark the Herald Angels Sing. Hark the Herald Angels Sing. Das Lied ist weltweit bekannt, es ist auf Englisch in seiner Ursprungsform,
aber von einem renommierten deutschen Komponisten, nämlich Felix Mendelssohn Bartholdy. Aber, Herr Walter, der hat es ja gar nicht als Weihnachtslied geschrieben. Nein, seine bekannteste, populärste Weihnachtsmusik gründet in seinem vielleicht unbekanntesten Stück, wenn man das Stück so nimmt, wie es unter Mendelssohns Leitung in Leipzig auf dem Marktplatz im Freien uraufgeführt wurde. Das war ein durchaus weltlicher Anlass, aber auch mit Gottesdiensten gefeiert wurde, das 400-jährige Jubiläum des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg, ausgerechnet noch am Johannistag, am 24. Juni, dem Weihnachtstag sozusagen genau entgegengesetzt im Kirchenjahr. Dieses Stück hat, so wie es uraufgeführt wurde, mit Refrain wie Gutenberg, der deutsche Mann, zündete die Fackel an, nämlich die Fackel der Aufklärung durch den Buchdruck. Dieses Lied hat so keine Überlebenschance gehabt. Damit konnte Mendelssohn sehr gut leben. Nur seine Fans haben schon zu seinen Lebzeiten ihm vorgeschlagen, da könnte man doch einen geistlichen Text mal drauf versuchen. Vielleicht wird es dann populär. Und Mendelssohn aus unerfindlichen Gründen sagte, nein, das will ich nicht. Was ja eigentlich dann komisch ist, weil er hat ja, man denke an sein Oratorium Elias, durchaus Glaubensmusik geschrieben und ja nicht wenig. Er hat sehr viel Glaubensmusik geschrieben, allerdings aus dem Alten Testament Elias, aus dem Neuen Testament Paulus, aus den Psalmen die Sinfonie Lobgesang. Aber irgendwie war für ihn Wort und Ton da eine Einheit. Das ist diese Gutenberg-Musik und dazu erklang einmal der Gutenberg-Text und so mag es bleiben. So schreibt er in Briefen ganz eindeutig. Also fanden wir das Kapitel schlicht abgeschlossen. Das war scheinbar für ihn abgeschlossen. Er war da ein bisschen stur, glaube ich. Aber nach seinem Tod kommt ein Mendelssohn-Fan sozusagen auf eine Idee und er nimmt ein Gebetbuch von Charles Wesley, einer der Begründer der methodistischen Bewegung. Und hier findet er etwas anders formuliert. Aber diesen Text hat The Herald Angels Sing. Und dieser Text passt auf Mendelssohns Musik. Und dann kommt es relativ bald in Gesangbücher und dann setzt sowas ein, was niemand planen oder machen kann. Ein Lied setzt sich durch oder nicht. Hat das zufällig gepasst? Wurde da noch was angepasst sozusagen? Gab es da Modifikationen oder hatte sozusagen unser Mendelssohn-Fan einfach Glück, dass er auf einen Text gekommen ist, der zufällig auf diese ja nicht unbedingt simple Melodie passt? Ich glaube, er hat so lange gesucht, bis er einen passenden Text gefunden hat, den er nur wenig ändern musste. Und die Melodie musste er gar nicht ändern. Das ist eigentlich dann der beste Weg, weil wenn man die Melodie ändert, dann merkt man das vielleicht schnell. Die Melodie ist eine kunstvolle Miniatur, die erträgt das nicht ohne weiteres. Aber es hat funktioniert und vor allem funktioniert es, dass man Strophen unterlegen kann, der Melodie am Anfang. Und dann kommt diese einstimmige Passage mit einem Oktavsprung sehr majestätisch. Und dazu passt eben ein wunderbarer Refrain. Irgendwie hat er sich da ganz geschickt angestellt, wie viele Lieder er in verschiedenen Büchern oder nur bei Wesley durchschauen musste, bis er das Passende gefunden hat, das wissen wir nicht. Ich glaube nicht, dass das so ganz schnell gegangen ist. Was macht denn ein Lied wie dieses erfolgreich? Weil es ist ja musikalisch anspruchsvoll, es ist auch textlich anspruchsvoll, es geht ja einmal um das Besingen der Krippe sozusagen, aber das wird ja dann auch so ein bisschen auf so eine Metaebene, so ein bisschen eigentlich über diesen alten Weihnachtsliedern, über die wir eben gesprochen haben, sozusagen hochgeführt, kann man vielleicht sagen. Also es ist jetzt nichts, was beim ersten Hören, wo man direkt mitsingen könnte. Ich glaube, erfolgreich ist, dass die Melodie eingängig ist, dass sie sehr vielgestaltig ist, dass sie zu einer Harmonie sozusagen anregt, die auch in einem romantischen Sinne durchaus auch sehr emotional ist und vielleicht ein textliches Moment auch, was sehr oft eine Rolle spielt, wenn ich mal die Übersetzung nehme, hört die Engelsboten singen. Also wir hören die Engel singen, das ist ein schönes Liedthema.
Dann stimmen wir mit ein. Der Text sagt, dass wir das wollen. Und die Musik vermittelt eigentlich, wir tun es schon die ganze Zeit. Wir sind schon im Gloria der Bibel, in der Engelsbotschaft. Und die irdische Musik und die himmlische Musik, die klingen zusammen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Idee für Kirchenmusik insgesamt. Die haben wir in der Messfeier beim Sanctus. Die Engel singen und wir stimmen ein. Und die haben wir natürlich beim Gloria der Weihnachtsnacht sehr, sehr ähnlich. Und dann kommt zum Erfolg dazu, dass man das Lied quasi inszenieren kann. Da können Chor und Gemeinde abwechseln. Da kann es Überstimmen geben, die dann dieses Glory to the Newborn King, Ehre dem neugeborenen König, die das immer neu klanglich sozusagen beleuchten. Das Lied erschöpft sich dann nicht. Schwierig sind Lieder, mit denen man zu früh fertig ist, mit dem Text oder mit der Musik. Und dieses Lied, das ist quasi unauslotbar. Es ist wunderbar inszenierbar in verschiedenen Sprachen. Das sind, glaube ich, Momente der Popularität. Trotzdem ist es sozusagen, also im englischen Sprachraum, wenn man sich auch große Kathedralgottesdienste im anglikanischen Raum zum Beispiel anguckt, da hat es seinen festen Platz, da wissen alle Leute auch, was sie machen müssen, sage ich mal, dieses Zusammenspielen zwischen Gemeindegesang und zum Beispiel Chorgesang, aber im deutschen Sprachraum führt es so ein bisschen noch so einen Schatten da. Das stimmt, man kennt es vor allem, wenn in irgendwelchen englischsprachigen Filmen, wenn da Weihnachten sein soll, dann kommt zum Beispiel diese Musik. Dann funktioniert es, das ist die Musik, die steht für Weihnachten. Bei uns ist es, glaube ich, die Hürde für ein fremdsprachiges Lied ist tatsächlich noch etwas hoch, weil es schlicht und einfach so viele vertraute Lieder schon gibt. Also die Hürde, ein neues Weihnachtslied zu etablieren, was dann wirklich durchschlagenden Erfolg hat, das ist gar nicht so einfach. Da ist ein bisschen die Last der Tradition auch da. Kann sich aber irgendwann ändern. Das ist ein ganz offener Prozess, aber ich beobachte es auch so. Eigentlich sind nicht viele Weihnachtslieder in den letzten, kann man sagen, Jahrzehnten oder so erfolgreich hinzugekommen. Wir leben da doch stark aus einer festgefügten Tradition aus frühen Jahrhunderten. Wovon hängt das denn ab, ob jetzt sozusagen zum Beispiel dieses Lied es auch im deutschen Sprachraum schafft, vielleicht zum Beispiel ins Gotteslob zu kommen für die Neuauflage? Da stand es ja in der Probeversion drin, in der Endausgabe dann nicht mehr. Richtig, da gab es einfach zu viele Lieder für die kurze Weihnachtszeit und dem Vernehmen nach waren die Stimmen aus den Gemeinden, man hat ja sich die Mühe gemacht, dass Gemeinden das wirklich erprobt haben. Die Stimmen waren da etwas skeptisch, es hat sich nicht sofort vermittelt, warum sollen wir jetzt das auch noch singen und dafür dann wieder auf andere bekannte Lieder verzichten. Ich bin gespannt, wenn in wenigen Jahren ein neues evangelisches Gesangbuch kommt, wenn es da drin wäre. Dann würde das diesem Lied Hark the Herald Angels einen, glaube ich, doch kräftigen Rückenwind geben, auch in ökumenische, katholische Bereiche hinein. Also das, was die Gesangbuchmacher, ist das eine, einem Lied sozusagen den Boden zu bereiten, aber letztlich ganz wichtig ist die Akzeptanz sozusagen von unten, ob es gesungen wird oder nicht. Und das ist das eigentlich wichtigere, und das hat sich jetzt bei Hark the Herald Angels noch nicht so eingestellt. Und da würden Sie sagen, da ist die große Hürde, dass es halt in erster Linie auch als englischsprachiges Lied bekannt ist? Ich glaube, das ist wirklich eine Hürde. Ich glaube, wenn es eine zugkräftige deutsche Übersetzung gibt, die erstmal rezipiert werden würde, dann wird sich auch das englische Original leichter tun. Aber das ist manchmal ein Nachteil, wenn es mehrere Übersetzungen gibt. Ähnlich ist es bei Dietrich Bonhoeffers von Guten Mächten, wo es mehrere Melodien gibt, die einander so ein bisschen im Wege stehen. Diese Vielfalt, die
schadet eher so ein bisschen. Bei Ode Fröhliche ist klar, das ist die Fassung Ode Fröhliche und alle singen die und keine andere. Das stützt eher ein Lied, während diese Verschiedenheit, das schwächt meiner Ansicht nach ein bisschen noch das Lied. Aber vielleicht kommt diese Fassung irgendwann mal. Sagt Meinrad Walter. Was meinen Sie, welches ist Ihr Lieblingsweihnachtslied und sind Sie bereit für neue Weihnachtslieder, zu Hause oder im Gottesdienst? Schreiben Sie uns Ihre Meinung, gern auch Anregungen, Themen, Vorschläge und Kritik. Das alles bitte an aufgekreuzt@katholisch.de. Zu hören gibt es Aufgekreuzt überall dort, wo Sie Podcasts finden, auf allen üblichen Webseiten und Apps. In der nächsten Folge ist dann Christoph Brüwer für Sie da und es geht um etwas völlig anderes. Es geht nämlich um Teresa von Avila, die große Mystikerin. Das war's aber erstmal bis hierher von Aufgekreuzt. Tschüss, sagt Christoph Paul Hartmann.